Ja, hallo, mein Name ist Jens Wiethoff, ich bin Produktmanager bei Lemken für Grubber- und Kurzscheibenecken und wir wollen euch heute mal zeigen, wie man den Rubin 10 auf dem Macker einstellt. So, jetzt haben wir den Rubin 10 hier in Arbeitsstellung gebracht und das Erste, was wir machen wollen, ist den parallel ausrichten. Also erster zur zweiter Scheibenreihe parallel zum Boden. Bietet sich an, einmal diese Kante hier anzupeilen. Gehen wir etwas weiter weg vom Gerät und gucken einfach mal, ob er parallel zum Boden ausgerichtet ist. Das sieht sehr gut aus. Ich würde auch zu Beginn, wenn wir die Parallelität einmal gecheckt haben, einmal gucken, dass wir mit der Arbeitstiefe nicht zu tief beginnen. Wir haben den jetzt hier auf Stufe 2 stehen und so würde ich auch erstmal anfangen und dann zu gucken und mich an die Tiefe rantaste. Peter, fahr am besten einfach ein paar Meter vor. So, und jetzt können wir einfach mal schauen, legen wir das Bodenprofil mal ein bisschen frei. Gucken wir uns mal an. So, sieht schon sehr schön gleichmäßig aus. Heißt, diese typische Dammbildung, die wir normal bei Kurzscheibenecken haben, sehen wir jetzt hier nicht. Schon einmal nachmessen. Wir sind jetzt ungefähr bei 7 cm. Ich würde sagen, etwas tiefer können wir noch. Peter, willst du da einmal ein bisschen tiefer stellen? Okay, dann fahren wir noch mal vor. Jetzt gucken wir uns nochmal das Profil an. So, auch hier schön gleichmäßig. Ja, jetzt sind wir auf 8 cm, also haben die nochmal einen Zentimeter tiefer gestellt. Und ich denke, für die Bedingungen hier, um die grünen Düngerbestände vernünftig einzuarbeiten, allemal ausreichend. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir einmal gucken, wie eben der Acker liegt. Und fällt uns das auf, je nachdem, wie der Boden so beschaffen ist, haben wir die Möglichkeit, mit den Striegeln im und hinter dem Gerät die Sache noch mal ein bisschen anzupassen. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das verstellen können. Und zwar haben wir im Gerät hier vorne einmal zwischen den Scheiben rein einen Prallstriegel. Das Ding, das sorgt dafür, dass wenn die erste Scheibenreihe Erde und Bewuchs hier nach oben schleudert, der Striegel es auffällt. Die Masse fällt runter und die zweite Reihe rollt nochmal drüber und zerkleinert das und ebnet es nochmal oder mischt es nochmal besser ein. Je nach Bewuchshöhe oder je nach Menge an Bewuchs habe ich die Möglichkeit hier über die Verstellung den Striegel in der Höhe einzustellen. So, wir sind jetzt hier ungefähr in mittlerer Stellung angefangen. Ich denke mal, für die Bedingungen hier passt es. Dann haben wir noch einen weiteren Striegel im Gerät hinten. Und das ist eigentlich eine Besonderheit beim Rubin 10. Durch die Anordnung der Scheiben fördern wir in der ersten Reihe die Erde so ein bisschen nach außen und in der zweiten Reihe fördern wir die wieder zurück. Und um hier eine gute Ebenheit hinzukriegen, dass die Walze hinterher vernünftig drüber rollen kann, haben wir einen Prall- und einen Nivellierstriegel in einem. Zum einen dient der Prallstriegel dazu, natürlich auch hier wieder Bewuchs noch mal ein bisschen aufzuhalten und die Erde noch mal ein bisschen zu zerkleinern, also wenn die Kluten entgegengeschleudert werden, dass die noch mal ein bisschen gekrümelt werden. Und unsere Paddel sorgen dafür, dass die Erde entgegen der Scheibenrichtung, und die Scheibe fördert nach innen, die Paddel fördern wieder nach außen, die Erde vernünftig und gerade vor der Walze ablegen. Und das kann ich auch mit der Komfortverstellung vernünftig in der Höhe einstellen. Und das muss ich auch mehrfach kontrollieren, gerade bei wechselnden Bedingungen oder so, muss ich mit der Höhe halt ein bisschen spielen, dass ich irgendwann ein absolut gerades Arbeitsergebnis hinbekomme. Ja, wenn man jetzt hier in der ersten Scheibenreihe mal schaut, wie die Erde nach außen befördert wird, unterscheiden sich hier die Erde, ich sag mal, auffängt und wieder zurück ins Gerät leitet. Die zweite Reihe wirft die Erde entsprechend wieder nach innen. Und der Nivellierstriegel sieht man jetzt hier schön, wie er den Erdbalken wieder zurückwirft und die Furche zumacht, nivelliert das Ganze dann ordentlich ein. Hier kann man auch schön sehen, wie wichtig ist, dass man die Tiefe vernünftig eingestellt hat vom Nivellierstriegel. Das sieht jetzt keiner mehr. Okay, jetzt haben wir den Rubin 10 soweit für die Arbeit eingestellt. Arbeitstiefe haben wir vorhin gemessen, ungefähr 8 cm. Grundsätzlich ist der Rubin 10 für Arbeitstiefen bis 12 cm ausgelegt. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Wenn wir uns jetzt mal die Skala angucken, steht aber 8 cm schon auf Stufe 2. Das heißt, boah, wenn ich den restlichen Bereich noch habe, könnte ich ja theoretisch bis 30 cm. Nein, so ist es nicht. Neues Gerät, neue Scheiben. Das
heißt, irgendwo bei Stufe 5 ist die maximale Arbeitstiefe von 12 cm erreicht. Verschleißen die Scheiben, muss ich natürlich nach unten korrigieren oder nachjustieren können. Das heißt, irgendwann bei kleinen Scheiben, wenn die extrem verschlissen sind, bin ich bei Stufe 10, dann bei 12 cm Arbeitstiefe. Und das ist eigentlich das Wichtige zu wissen. Die Skala suggeriert eine tiefe Arbeit, ist es aber nicht. Also immer darauf achten, beim Anfang relativ flach anfangen. Und wie wir vorhin gesehen haben, Bodenprofil lieber einmal mehr frei buddeln, gucken, passt die Tiefe, passt. Und ich lasse mich nicht von den Zahlen hier leiten, weil das kann im Prinzip nur in die Hose gehen und zur Verstopfung führen. So, kommen wir zu einer weiteren Besonderheit beim Rubin 10. Wir haben vorhin die Arbeitstiefe hydraulisch eingestellt. Jetzt gibt es einen Clou, und zwar sind die Zylinder der Arbeitstiefeneinstellung mit der hydraulischen Klappung verbunden. Das hat den Sinn, wenn ich das Gerät einklappe, fahren die Hydraulikzylinder der Tiefeneinstellung einfach mit ein und schwenken die Walzen immer unter 3 Meter Transportbreite. Das heißt, ich muss gar nicht gucken, nach welcher Einstellung, flach, tief, stehen meine Walzen jetzt über 3 Meter, unter 3 Meter, macht das System automatisch. Wie eben schon erwähnt, wollen wir jetzt einmal nochmal den Klappvorgang zeigen und erklären, was passiert, wenn wir das Gerät jetzt einklappen. Und wir sehen jetzt mal eben, was hier mit den Tiefeneinstellzylindern passiert. Peter, bitte einmal klappen. Ja, man sieht hier schön, wie die Arbeitsklappzylinder jetzt einfahren. Jetzt können wir hier schön sehen, dass die Walze auf die schmalstmögliche Position eingefahren ist und wir definitiv so immer die Transportbreite unter 3 Meter gewährleisten. Klappe ich das Gerät dann auf dem Feld aus, fahren die Zylinder der hydraulischen Tiefeneinstellung immer ganz aus. Das heißt, immer in die flachste Arbeitsposition. Hat den Zweck, rechts und links die Zylinder gleichen sich ab und ich habe dann immer das gleiche Niveau, von wo aus ich meine Arbeitstiefeneinstellung starten kann. Weil wenn ich irgendwo einen Ungleichlauf zwischen den Walzen drin habe oder so, habe ich von rechts nach links eine unterschiedliche Arbeitstiefe und das wollen wir nicht. Wichtig ist natürlich zu wissen, wenn ich das Gerät ausgeklappt habe und die Zylinder sind ganz ausgefahren, muss ich meine Arbeitstiefe immer wieder neu einstellen. Das heißt, ich sollte mir am besten vor dem letzten Klappvorgang merken, welche Arbeitstiefe ich eingestellt habe, um dann die Position auch wieder anzufahren. Dann kann es noch einen Fall geben, und zwar, wenn ich während der Arbeit auf langen Enden fahre und möchte die Arbeitstiefe eventuell verstellen mit dem Steuergerät und bediene das Steuergerät der Klappung, dann führt es dazu, dass mein Druck in den Zylindern weg ist und sich die Arbeitstiefe von rechts nach links unterschiedlich verstellen kann. Und diesen Effekt wollen wir natürlich nicht haben. Folgt, ich muss anhalten, das Gerät einmal ein Stück anklappen, wieder ausklappen und das ganze Prozedere mit dem nochmaligen Einstellen der Arbeitstiefe wiederholen. Das, was wir gerade draußen erklärt haben, zeigen wir jetzt noch einmal von der Kabine aus. Wir fahren im Feld. Ich möchte die Arbeitstiefe einstellen, habe Klappung und Arbeitstiefensteuergerät direkt nebeneinander liegen, bediene das falsche Steuergerät und sage, oh nein, jetzt habe ich hinten die Arbeitstiefe komplett verstellt. Ich habe den Druck von den Arbeitsverstellzylindern genommen und von rechts nach links die Arbeitstiefe passt überhaupt nicht mehr zusammen. Jetzt muss ich natürlich einmal anhalten, das Gerät einmal ausheben. Machen wir einmal. So. Jetzt nehme ich das Steuergerät für die hydraulische Klappung und klappe das Gerät noch mal ganz aus, sodass sich die Zylinder hinten von der rechten und der linken Seite wieder ausgleichen können. So, das Fahrwerk wieder ausheben. Jetzt wichtig, muss ich meine Arbeitstiefe neu einstellen. Fahren wir wieder auf den Wert 2, das sind unsere 8 cm von vorhin und dann kann die Arbeitsfahrt weitergehen. Deswegen bietet es sich an, das Steuergerät für die Klappung und das Steuergerät für die Arbeitstiefeneinstellung räumlich möglichst weit weg voneinander zu legen. Also vielleicht die Klappung auf den Hebel oder andersrum. Nur, dass ich ausschließen kann, dass ich in Gedanken während der Arbeit einfach mal das falsche Steuergerät ziehe. Passiert nichts, nur es ist halt aufwendig, das wieder so herzustellen, wie es vorher war.